Dinge, die jeder Mountainbike-Anfänger braucht, abgesehen von genug Luft im Reifen. Ein bisschen wenig ist drin, aber das passt schon. Drei Dinge, die jeder Mountainbike-Anfänger braucht, damit er überhaupt einmal ein Mountainbike-Anfänger wird. Das erste und wichtigste, was wir überhaupt brauchen, damit wir überhaupt einmal ein Mountainbike-Anfänger werden, ist das nötige Knödel, dass wir uns ein Radl kaufen. Wobei nicht irgendein Rad, sondern das Rad, das du für die Dinge, die du damit machen willst, am bestesten verwenden kannst und das auch deinem Budget entspricht. Und das zweite wichtige Ding, ebenfalls Knödel für einen Helm. Die dritte wichtige und vielleicht für die ersten drei Dinge die wichtigste wichtige Sache ist, den Willen wieder aufzustehen, wenn es dir auf die Nase haut, weil dich wird es auf die Nase hauen. Fahrradfahren ist das Aufeinandertreffen der verschiedensten physikalischen Gesetze. Und brichst du nur eins davon, liegst auf der Nase. Du wirst auf der Nase liegen. Gewöhn dich daran, steh danach wieder auf. Wenn du das nicht willst, dann ist das Video an der Stelle vermutlich vorbei für dich. Also, ich will da nicht deine Illusion zerstören, aber denk noch mal drüber nach. Wenn man die drei Dinge dann hat, braucht man aber noch drei Dinge. Wenn du dein Fahrrad hast, brauchst du dennoch noch etwas für dich selbst. Helm. Ohne Helm geht's gar nicht. Punkt. Handschuhe sind eine echte Empfehlung. Handschuhe helfen bei so vielen Dingen, man soll es nicht glauben. Und Gewand? Nicht unbedingt. Kein Mensch braucht am Anfang wirklich dedicated Mountainbike Clothing, wie der Engländer sagen würde. Man kommt am Anfang recht gut durch mit den normalen Hosen, die man heute so hat. Da passt der Schnitt nicht, da wird immer das, wie heißt das, Maurer-Dekolleté, also da hängt der Arsch aus. Also da kann man dann hinten reinschauen, weil die Hosen runterrutschen und es wird hinten zwicken und zwacken. Aber man muss nicht ganz am Anfang sich gleich irgendwelche Spezialklamotten kaufen. Wenn man dann mal weiß, was man will, dann. Aber zuerst, wenn ich Radl habe, Helm, Handschuhe und nicht nur die Hände brauchen Schuhe, auch die Füße brauchen Schuhe. Mountainbike-Schuhe, Handschuhe, Helm. Gewand könnt ihr euch da Wärme anziehen, was wollt ihr? Und wenn ihr dann seht, ja, das ja, kann man sich immer noch kaufen. Ne? Drei Dinge. Etwas, was man nicht unbedingt braucht, aber ein Tipp, weil jeder Anfänger will sein neu ergattertes Fahrrad dann irgendwie ablichten. Sucht euch ein Stöckerl und lehnt es gegen die Hinterachse. Ein Fahrrad, das an Hinterrad fixiert ist, fällt nicht um und steht vor alleine. Das braucht man nicht, das findet man überall, aber wissen sollte man, was man tut. Ach, wo waren wir? Ich habe hinten ein bisschen wenig Luft. Und mit wenig Luft meine ich verdächtig wenig Luft. Wenn man könnte was einpumpen, dann hätte man hinten mehr Luft. Wobei, vielleicht ist eine Pumpe auch eines der wichtigen Dinge, die ein Anfänger braucht. Eine große Pumpe für zu Hause und eine kleine Pumpe für unterwegs. Das ist vielleicht auch eines der drei Dinge, die man mit haben sollte. Irgendwas, wo man die restlichen drei Dinge reingeben kann. Ich hoffe, dass ich die Pumpen... Ja, ein Schweizer Messer hätte ich mit. Zuerst müssen wir ein Ventil aufmachen. Das ist immer der Geheimtrick. Zack. Immer Steckpumpen nehmen, keine Schraubpumpen. Bei Schraubpumpen besteht die Gefahr, dass du dir dein Ventil abschraubst, wenn du die Pumpe wieder wegnimmst. Willst du mal pumpen? Ne? Du machst ja eine Pumpe. Pumpen kann jeder brauchen. Wurscht, was er im Reifen drin hat. Ventilkapperl gehen wir drauf. Das Ventilkapperl schützt nämlich das Ventil, wenn Steine dagegen fallen oder so, dass verbogen wird. Weiter geht's. Zu den nächsten drei Dinge. Eine Sache, die man braucht, ist irgendwas, wo man seine Dinge, die man auch noch braucht, reingibt. Weil man braucht immer mehr wie, es kommt ja eh immer so viel zusammen. Ob du Rucksack oder Hipbag bevorzugst, hängt hauptsächlich davon ab, wie viel du mitschleppen willst. Fakt ist, irgendwas wirst du brauchen zum Mitnehmen. Und vor allem bei modernen Mountainbikes mit den versenkbaren Vario-Sattelstützen und Full-Suspensions fallen diese altmodischen Satteltaschen komplett weg. Weil die streifen dann bei versenktem Sattel und einfederten Hinterbau in der Regel am Hinterrad. Also wir schnallen uns das an den Körper in Form eines Hipbags oder eines Rucksackes. Also die
Minimalausstattung ist Pumpe, irgendwas, was ausschaut wie ein Schlauch, das man reingeben kann. Wenn man nicht weiß, wie man es reingibt, braucht man auch Reifenheber. Und dann braucht man irgendeine Art, ich finde es jetzt eh nicht, irgendeine Art von Multitool. Das ist nicht zwingend, weil es ein Schweizer Messer, aber irgendeine Art von, ich finde es auf die Tachen. Es ist irgendwo, es ist, da ist, ich hab's schon, Moment. Das ist auch so eine Riesentasche, das ist ein Wahnsinn. Vor allem bei Multitools, Baum. Vor allem bei Multitools kann man ja auch Wissenschaft daraus machen. Nehmt aber nicht unbedingt das billigste, nehmt aber um Gottes Willen auch nicht das teuerste Multitool. Schaut, welche Funktionen das Multitool hat. Schaut einfach, was ihr brauchen könntet bei eurem Fahrer. Es gibt, ich meine, es klingt jetzt blöd, aber es gibt natürlich Hersteller, die verstecken die Multitools direkt. Aber dieses Ding ist nur eine Notlösung, weil da ist kein Kettentool drauf und sonst auch nicht viel. Multitool. Im Endeffekt ist fast egal, welches Multitool, aber habt irgendein Multitool. Irgendeine Art von Multitool, wo auch ein Kettentool dabei ist mit Ersatzkettenschlösser. So, und wenn man das hat, dann hat man quasi alles, dann braucht man nichts mehr. Dann sind das die ultimativen drei, also drei, dreimal drei. Dreimal, dreimal, drei. Die ultimativen dreimal drei Dinge, die man braucht, wenn man Anfänger ist und einmal losstarten will. Aber wo losstarten? Was man als Anfänger auch braucht und eines der wichtigsten der drei Dinge ist, Geduld. Weil es wird nicht alles beim ersten Mal klappen. Schon seltsam, wenn jemand in einem Video 5 Sekunden lang nichts sagt. Immer weiter fahren! Ein bisschen ein Metall im Boden. Das ist zwar nicht absichtlich, aber das ist irgendein Rest von irgendwas. Ich glaube, das ist eines der drei Dinge, die man braucht, wenn man dann als Anfänger zum Radfahren angefangen hat. Schauen, wo man hinfährt. Das ist zwar keine absichtliche Falle oder irgendwas, aber da hat halt irgendwer einfach in 10 cm Höhe angeschnitten, das Rädel, und sich denkt, passt schon. Nicht nur, wenn man mitten im Wald steht und nicht mehr weiß, wo man ist. Auch wenn man durchkriegt, braucht man Wasser. Wasser! Im Idealfall aus einer Flasche. Flaschen, die ich auf jedes Fahrrad, auf jeden Flaschenhalter drauf stecken kann, sind die bessere Wahl gegenüber Flaschen mit irgendwelchen speziellen Haltevorrichtungen. Ich sag's nur. Es gibt auch Hippex, da kann man sich das Wasser in Hippeck reinstecken und kann 1, 2 und am Rad 3 Flaschen mitnehmen und kann dann durchwechseln. Ja? Günstigste und besteste Variante. Zehnmal besser wie Flaschen mit speziellen Halterungssystem. Flaschen auch deshalb, weil in die Flasche kannst du reingeben, was du willst. Dein Lieblingsisotonisches Spezialgetränk oder sonst irgendwas. So komische Trinkbeutel. Da würde nur Wasser reingeben. Aber in Flaschen, da kann man ruhig reinmischen, was man will. Spezialtipp, wenn du reinmischst, was du willst, nimm eine zweite Flasche mit normalem Wasser. Man weiß nie, was einem unterwegs passiert. Und da ist normales Wasser immer besser. Was kann einem passieren, wenn man unterwegs Wasser braucht, außer Durst haben? Wunden auswaschen, ne? Bremsscheiben abwaschen. Sonst irgendwas, wo man halt das Wasser mehr zu reinigenden Tätigkeiten braucht, als zu trinkenden. Immer dort ist Wasser super. Nächster Punkt. Das ist auch eine Sache, die man braucht. Wenn man zu schnell fährt, übersieht man die Sachen. Darum soll man noch gar nicht so schnell fahren. Das ist jetzt nicht zwingend eine Sache, die man kaufen kann, aber die man lernen kann. Ich glaube, Heidelbeerzeit hat begonnen. Das ist ein sauer. Arbeitiere. So.
Das waren jetzt zwar nicht die drei Dinge, die man braucht, sondern die dreimal drei Dinge. Aber besser man hat es und braucht es nicht, als wie man braucht es und hat es nicht. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, passt euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao.